Was wäre, wenn ich euch sagen würde, dass sich in diesem See, rein technisch betrachtet, nicht nur Fische, sondern auch Kohle befindet? Alles, was mit Fischen und Erzen zu tun hat, ist in Siedler eher undurchsichtig gestaltet. Wir bekommen zwar eine grobe Übersicht über die Schilder der Geologen oder die springenden Fische in Gewässern, aber genaue Zahlen sind nur unter kontrollierten Bedingungen messbar. Dieser See ist zum Beispiel randvoll mit Fischen, weil es eine Metzelkarte ist, aber die sichtbaren Fische spiegeln das nicht annähernd wider. Durch diese Intransparenz war auch bis vor einigen Monaten nicht bewiesen, dass sich Fische tatsächlich bewegen können. Fische können in angrenzende Wasserfelder wechseln, wobei sie Felder zu bevorzugen scheinen, in denen sich bereits viele Fische befinden. In allen anderen Belangen verhalten sich Fische aber technisch fast identisch zu Bodenschätzen, nur dass sie eben Wasserfelder statt Fels brauchen. Diese beiden Tatsachen führen zusammen aber zu einem noch obskureren Problem. Nehmen wir zwei Felder, eins mit einem einzigen Fisch und eins mit 15 Fischen. Was glaubt ihr passiert, wenn der einsame Fisch zu den 15 anderen schwimmt? Ratet mal blind in den Kommentaren. Wenn ihr geraten habt, dass aus den 15 Fischen 16 werden, 6 setzen. Ein Feld kann nur zwischen 0 und 15 Einheiten eines Rohstoffs enthalten, wie wir bereits aus dem Minenmechanik-Video wissen. Wenn ihr stattdessen geraten habt, dass der einsame Fisch nicht in das volle Feld schwimmen kann, das ist vielleicht das vorgesehene Verhalten, aber in der Praxis passiert etwas anderes. Aus den nun 16 Fischen wird 0 Kohle. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das sein kann, wir gehen davon aus, dass der Rohstoffgehalt eines Felds mit einer einzigen Zahl gespeichert wird, wahrscheinlich zwischen 0 und 255, wobei die Hälfte dieses Spektrums ungenutzt sein dürfte. Wir haben 6 mögliche Rohstoffe: Fische, Kohle, Eisen, Gold, Stein und Schwefel, mit jeweils 16 möglichen Zuständen von 0 bis 15. Sagen wir mal beispielhaft, dass 0 bis 15 für Fisch, 16 bis 31 für Kohle, 32 bis 47 für Eisen und so weiter verantwortlich sind. Wenn wir also einen Fisch zu einem Feld hinzufügen, das bereits 15 Fische hat, findet ein Overflow zu 16 statt. Die 16 steht aber intern für 0 Kohle, das Fischvorkommen wird also zerstört. Kehren wir zu den beiden Feldern mit insgesamt 16 Fischen zurück. Wenn wir lange genug warten, neutralisieren sich die beiden Vorkommen. Bei meinem ersten Test vor einigen Monaten dauerte das über 8 Stunden, hier konnte ich es aber bereits nach wenigen Minuten reproduzieren. Der nächste Versuch wiederum dauerte 20 Stunden. Aber in jedem Fall weigerte sich der Fischer, sein Haus zu verlassen, nachdem der Bug eingetreten war, wie er es auch bei völlig leeren Fischvorkommen tut. Siedler ist sehr deterministisch, gleiche Bedingungen führen normalerweise zu den gleichen Ergebnissen. Es scheint also eine Komponente zu geben, die durch alle möglichen Spielerhandlungen beeinflusst werden kann. Das impliziert auch, dass der Bug Spieler im Multiplayer nicht gleichmäßig beeinträchtigt. Das wirft aber natürlich noch einige Fragen auf, insbesondere was die Interaktion mit Fischreichtum angeht. Ich kann relativ sicher bestätigen, dass der Zauber diesen Bug nicht selbst auslöst, wobei mehr volle Fischfelder natürlich das Auftreten des Bugs begünstigen. Der Zauber hat allerdings keine Auswirkungen auf bereits vom Bug betroffene Felder, kann sie also auch nicht wieder nutzbar machen. Ich kann aber zumindest insofern Entwarnung aussprechen, dass verbuggte Felder nicht zu schwarzen Löchern für Fische werden. Wenn wir zwei 15er Fischfelder nebeneinander setzen, bekommen wir selbst nach 20 Stunden immer noch 14 von 30 Fischen, weil eben nur ein Fisch rüberschwimmen und im anderen Feld den Bug auslösen konnte. Das betroffene Feld gilt nicht mehr als Fischfeld, wenn es um Fischbewegungen geht. Der Bug betrifft insbesondere Gewässer auf Metzelkarten, da diese randvoll sind, und Meere sowie Seen auf HG-Zufallskarten, da auch diese aus 15er Feldern bestehen. Wie viele Felder das betrifft, ist kaum abzuschätzen, aber je länger sich ein Spiel zieht, desto mehr Fischvorkommen dürften zerstört werden. Unter Umständen entstehen so auch unsichtbare Mauern, die verhindern, dass Fische in den weiter entfernten Teilen der Meere zur Küste schwimmen. Den Bug zu fixen hätte aber auch einige Implikationen, da Fischer potenziell viel länger durchhalten würden als bisher. Auf Metzel wäre das sicher gewollt, aber auf Zufallskarten müsste man potenziell kompensieren, indem man die allgemeine Menge an Fisch in Seen und Ozeanen anpasst. Grundsätzlich denke ich aber, dass der Bug gefixt werden sollte, wenn sich die Möglichkeit bietet, allein schon, weil wir davon ausgehen müssen, dass er nicht gleichmäßig auftritt. Aber auch, weil er zum Beispiel den Nutzen des Fischzaubers weiter reduziert und generell nicht zu unterscheiden ist, ob ein Feld leer gefischt oder verbuggt ist. Noch dazu verletzt er das What you see is what you get Prinzip, auf dem Siedler basiert. Mit Bugs wie diesem sollte man sich aber vielleicht überlegen, ob wir für Siedler nicht in Zukunft lieber von Fischen als von Bugs sprechen wollen.